You need to know that I'm a rider. You need to know that I'm a rider. Tonight we gonna set the streets on fire. So, hallo, es kommt zum Turnusco von Marjuana. Wir sind zurück und letztes Mal haben wir die Küste abgeschlossen. Da sind wir letztes Mal fertig mit geworden und heute geht es mit der nächsten Map weiter. Die Furt ist die nächste Map, die ansteht und die Maps werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen trickiger, wie wir sehen, weil gefühlt ist immer mehr Land unter. Bei der Furt haben wir einen riesigen Fluss, der einfach im Moment da mal komplett zwischendurch fließen zu müssen. Hier weiß ich noch nicht, ich denke mal, das wird einfach sehr viel bergig sein, weil bergab das Ding heißt. Und Überschwemmung, vor der habe ich wirklich Schiss, weil, Alter, das ist einfach nur Wasser. Aber wir fahren heute Furt, das ist die Karte, die wir fahren und ihr seht, ja, wir dürfen schön durchs Wasser fahren, aber wir suchen uns erstmal unsere Kfz raus. Ich habe mir nochmal ein neues Auto noch reingeladen, ich habe mir nämlich einen Actros reingeladen und ich habe Bock, den Actros zu fahren. Und wir werden uns natürlich einen neuen Jeep aussuchen. Ich nehme einmal den Actros, oh, 4 Punkte brauchen wir, wie viele Punkte dürfen wir maximal haben? Boah, der braucht schon 4, dann darf ich ja gerade mal noch ein Fahrzeug mitnehmen. Eieiei, habe ich überhaupt einen Jeep mit einem Punkt? Der hier, ja. Wir könnten X6M fahren, aber das finde ich irgendwie ein bisschen Panne. Ah, die Volvos haben 2. Scheiße. Selbst die Raptoren auch. Kacke. Die haben nicht, aber die sind ja total OP. Die sind ja eigentlich total OP. Das wäre ein bisschen assi. Aber ich will auf jeden Fall erstmal fahren. Wir nehmen auf jeden Fall Actros. So. Dann nehmen wir. Puh. Darf ich nicht fahren, ne? Ja, darf ich nicht. Okay. Also muss ich theoretisch entweder hier nehmen wir den Land Rover. Wir können den Land Cruiser fahren. Oder die G-Klasse. Aber der kann. Doch, der kann zurückgerufen werden. Genau. Wir brauchen einen, der zurückgerufen werden kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Dementsprechend fallen dann schon viele aus, weil die sind alle nicht rückrufbar und das ist kacke, weil wie gesagt, ich will diese Fahrzeuge irgendwie einfach zu der Werkstatt zurückrufen können oder zu dem Fahrzeug, um da helfen zu können. Dementsprechend fahren wir heute mit der G-Klasse. Machen wir hier die Furt für eine richtige Mercedes-Map, Junge. Wir fahren mit dem Actros und der G-Klasse. So einfach ist das. Wir machen eine Mercedes-Map draus. So, legen wir los, würde ich sagen. Das klingt nach einem Plan. Ich bin mal gespannt. Mit der G-Klasse werden wir natürlich jetzt wie immer erstmal auf Erkundungstour gehen. Jetzt haben wir uns hier mittlerweile angewöhnt. Dass wir da einfach mal ein bisschen rumschauen. Und hier haben wir doch schon unseren Actros. Ja, gucken wir an hier. Das sind unsere beiden Bullen, mit denen wir fahren werden. Ich finde die doch gar nicht mal so verkehrt. Die finde ich ja gar nicht mal so verkehrt, würde ich behaupten. Dementsprechend gucken wir mal. Ich würde gerne. Also das war die falsche Perspektive. Ich will eigentlich gerne wechseln. So, da haben wir ihn doch. Lassen Sie mich Ihr Fremdenführer sein. Okay. Das ist ein sehr interessantes Kfz, würde ich sagen. Was ist ein Känguruin? Montierte Zusatzteile, was ist ein Känguruin? Ach so, ein Gitter, das ist ein Känguruin, das wusste ich nicht. Ja, machen wir ein Känguruin dran, macht Sinn. Spare Wheel, 100 Reparationspunkte, die nehmen wir auch sicherheitshalber mit. Und was ist der Trunk? Das bringt nochmal 100 Reparationspunkte. Und ein Werkstattpunkt, ja sehr gut, den nehmen wir da sowieso mit. Bringt nur einen, aber damit können wir jetzt zumindest schon mal ein bisschen rumentdecken. Damit da haben wir 200 Reparaturpunkte. Da das Ding uns verreckt, wir reparieren das on the fly. Kein Ding, guck dir das Ding mal an hier. Das ist ein Monster, Junge. Junge, Junge, Junge. Problem ist, wir müssen für die Werkstattpunkte sicherlich trotzdem eh mehr Punkte brauchen. So, wir gucken uns das erstmal um. Wir haben hier ein Sägewerk und hier hinten eine Tankstelle. Ich guck mal kurz mit der Maus. Hier haben wir eine Werkstatt. Da hinten haben wir noch eine Werkstatt. Aber die Werkstatt können wir noch freischalten. Da brauchen wir aber 4 Punkte für. Eieiei, okay, dann müsste ich theoretisch, am sinnvollsten wäre es hier einen Truck zu finden. Wir haben hier nämlich einen K700 stehen, einen B131, der hat Reparaturpunkte. Wir müssen einfach irgendeinen Truck holen, den wir mit Werkstattpunkten umbauen können. Das können wir mit dem Actros höchstwahrscheinlich theoretisch auch machen. Oder wie viel können wir auf den laden? Ich will mal kurz gucken, wie viele Werkstattpunkte kann ich auf den Actros laden? Das ist jetzt mal eine interessante Sache, weil 100 Reparaturpunkte, Kurzholz, Kraftstoff, Kurzholz, Werkstattpunkt 1, Werkstattpunkt 2 und noch irgendwas. Ich guck gerade mal, ob wir irgendeinen noch haben, der mehr Werkstattpunkte tragen kann. Merkstack, nee, Sattelkupplung, Tankwagen mit Kran, Werkstattpunkte, der könnte 2. Oh, Werkstattanhänger haben wir auch nochmal 2. Also theoretisch können wir mit dem 4 Punkte rüberbringen. Mit dem könnten wir theoretisch 4 Punkte... Wisst ihr was? Dann schalten wir mit dem die Werkstatt frei. So machen wir das. Dann bringen wir mit dem 4 Werkstattpunkte rüber. Dann machen wir das auch als eine der Missionen. Weil, wenn ich mich jetzt hier gucke, fahren wir nämlich hier rüber an der Tankstelle vorbei, tanken, bringen die Werkstattpunkte hier hinten hin. So machen wir das. Dann haben wir die Werkstatt nämlich schon mal freigeschaltet, rein theoretisch. Und dann müssen wir sowieso... Hier haben wir auch eine Werkstatt, dann können wir theoretisch hier 4 Werkstattpunkte mitnehmen und die freischalten. So machen wir das. Dann haben wir hier
Nee, warte mal, haben wir noch eine Tankstelle? Hier haben wir eine Tankstelle, da macht, hier haben wir die beiden Holzstationen und wir haben zwei Sägewerke. Einmal das hier und das hier unten. Nee, das hier unten. Machen wir so. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal auf Erkundungsfahrt mit der G-Klasse. Dann werden wir nächste Folge die Werkstätten freischalten. Ich weiß ja noch nicht, wie ich fahren will. Ich will die Fahrzeuge auf jeden Fall frei haben, so viel ist sicher. Auch hier will ich die Beobachtungspunkte will ich ja frei haben. Hier unten haben wir gar keine. Das ist natürlich auch interessant. Gar keine Beobachtungspunkte, okay. Na gut, aber wir fahren den unten, wollen wir auf jeden Fall freischalten. Und dann haben wir hier oben noch einen, da noch einen. Alter, wir haben ganz schön viele. Aber bevor wir das jetzt machen, gehen wir jetzt erstmal zur G-Klasse und werden erstmal die beiden Kfz hier freischalten. Das ist erstmal der wichtige Punkt. Ich werde jetzt erstmal ganz normal die Route fahren, weil wir wollen die Map ein bisschen kennenlernen, weil ich ein bisschen wissen muss, wo ich mit dem Actros nachher mich rumprügel. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir mal Motor an. Handbremse raus, Allrad an, Diff an und ja, dann schauen wir doch mal. Ich bin jetzt sehr gespannt, was uns hier erwartet auf der Karte. Erst recht auf die G-Klasse so performt. Die ist ja noch ein bisschen offroadfähiger als unseren Land Rover, den letztes Mal hatten. Allein von der Fahrhöhe ist hier noch mal ein bisschen mehr Platz und wir fahren uns jetzt schon fest. Das ist natürlich, spricht auf jeden Fall für die G-Klasse. Das ist ein Scherz, oder? Kollege, du machst jetzt hier keine Scheiße. Das schaffen wir. Ja, mit dem Actros will ich, wie gesagt, Werkstattpunkte erstmal hinbringen. Dann haben wir die Werkstatt nämlich frei. Dann haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten, den Truck aufzuladen und allem wieder. Das ist ein bisschen einfacher dann. So, wir müssen hier rechts rein. Alter Verwalter, das ist auf jeden Fall eine Map, die gut unter Wasser steht. Und die G-Klasse hat richtig zu kämpfen. Obwohl der eigentlich Bodenfrei hat wie Sau. Gräbt er sich auch gut damit den Reifen ein, die er hat. Na gut, so, dann schauen wir mal. Erstmal die beiden Trucks freischalten, dann unten rechts zum Beobachtungspunkt. Der ist der erste, der auf der Liste steht, den wir haben wollen. Und dann gehen wir die anderen an. Die müssen alle freigestellt werden, weil dadurch machen wir es uns einfacher, weil mit dem Actros würde ich dann doch gerne ein bisschen Übersicht haben, wo ich langfahre. Aber hey, machen wir mal aus dem russischen Offroad-Spiel ein deutsches Offroad-Spiel, Junge. So macht man das. Man nimmt das einfach ein. Deutsche Flagge hinstellen und bam, fertig. Schon sehr deutsch, das Spiel. Aber ich finde auch gut, dass unser Werkstatt-Gedöns im Fahrrad oben drauf ist, weil ja, wenn die Karre, das ist eine 100 Werkstatt, unsere 100 Reparationspunkte. In Klammern, wenn die Karre kaputt ist, fahren wir mit dem Fahrrad weiter. Aber bei dem brauche ich mir zumindest wegen der Bodenfreiheit keine Sorgen machen. Der wird mir so schnell nicht absaufen, also glaube ich nicht. Es würde mich wundern, weil, wie gesagt, also guck mal, wie geliftet der ist. Da ist ja echt genug Platz zwischen irgendwie alles. Da kannst du auch locker durchs Wasser hier fahren. Ist gar kein Thema. Macht der ohne Probleme. Ich meine, das ist auch die Route, die wir mit dem Actros fahren müssen. Ne? Also, es geht noch. Wir haben hier teilweise, ihr seht, in der Mitte relativ befestigt. Links, rechts haben wir ein bisschen Schlamm, da dürfen wir halt möglichst nicht reinkommen. Oh, okay, ab hier wird es dann ein bisschen kritischer. Na gut, schauen wir mal. So, ich muss mal wieder ein bisschen reinkommen, ne? So. Ja, alles noch gut. Noch machte das hier mit purer Leichtigkeit. Und wenn man Schäden bekommt, ist das nicht so schlimm. Aber er verbraucht noch nicht viel Sprit, also der ist echt sehr genügsam, das ist sehr angenehm. Kann mit dem auch schön die Map erkunden, ohne sich die ganze Zeit Sorgen zu machen, wo die nächste Tankstelle ist. Aber rein theoretisch können wir zu der nächsten ja auch mal fahren, weil ich will ja auf jeden Fall auch die besten Routen für den Actros finden, weil dann machen wir uns das Ganze wieder ein bisschen einfacher. Kommt über den Schlamm rüber, danke. So. Wir können jetzt hier rechts durch den Schlamm fahren, aber durchs Wasser fahren ist irgendwie lustiger. Und irgendwie kommt ihr durchs Wasser auch besser durch, muss ich sagen. Sagt ihr, dann fuhr sich gleich komplett fest. Komm. Jaguar, läuft doch gut. Ach krass, man sieht sogar die Lüfterräder hinter im Grill arbeiten. Alter, was ein Detail. Das muss ich ja wirklich mal sehr lobend erwähnen. Innenraum sieht auch schick aus. Auch wenn der Tacho ein bisschen an der falschen Position sitzt und die Hände auch nicht passen. Aber sonst, wir fahren eine G-Klasse. Das reicht mir als Detail. Das ist okay. So. Was wird denn das für eine lustige Map? Es steht halt auch sehr viel unter Wasser. Und wir sind ja noch nicht mal durch den Teil mit dem vielen Wasser gefahren. Das ist ja jetzt hier gerade nur die Straßen mit ein bisschen Wasser drin. Ist hier jetzt hier 500? Ah, rechts von uns. Weil das große Wasser kommt ja da. Seht ihr diesen riesigen Fluss, der da ist? Das ist schon echt assi, das ist richtig assi. So, da rechts ist der LKW, den holen wir uns mal schnell. Den nehmen wir mal flott mit, Nummer uno. Die K700, unser Lebensrettungsfahrzeug, weil der rettet uns jedes Mal den Arsch, wenn irgendwas schief läuft. Also wir haben zumindest in der ersten Map, habe ich das Ding lieben lernen, weil das Ding einfach eine Seilwinde hat, die der Wahnsinn ist.
So, K700 haben wir freigeschaltet. Jetzt geht es zum B131. Der will auch noch freigeschaltet werden. Ich sag einfach, die Truck-Sicherheit haben wir mal freischalten. Wenn man sich irgendwo festgefahren hat, hat man am besten irgendwas in der Nähe, um sich wieder rauszuziehen. Dafür sind die Fahrzeuge nämlich meist relativ gut geeignet. Boah, shit. Das habe ich jetzt nicht echt gebracht gerade, oder? Gucken, ob ich den wieder gerade gezogen bekomme. Jetzt bin ich mal gespannt. Hat er keine Winde? Der hat keine Winde. Das ist jetzt echt... wo wir gerade noch dabei waren. Wenn man gerade Scheiß gebaut hat, kann man den Truck um die Ecke rufen, um sich dann rausziehen zu lassen. Ja, dann testen wir das Ganze doch direkt mal. Ich Vollidiot. Das gibt's ja gar nicht. Mal gucken, ob ich den wieder hochgezogen kriege. Der Motor geht nicht an da drüben, das ist natürlich kacke. Hab ich ihn nicht gezogen irgendwie? Boah, nee, jetzt kippt er richtig. Komm. Mal gucken, ich fängt natürlich schon mal gut an. Kann man so machen. Muss man jetzt nicht unbedingt. Der Motor geht auch nicht mehr an, so wie der steht. Scheiße. Aber die Lüftung geht noch. Die Lüfterräder drehen sich noch. Ich hab keine Ahnung, wie ich das jetzt hier lösen will. Ich zieh ihn einfach mal ein bisschen hinterher. Mal gucken, ob wir den einfach aufs Dach. Wie gesagt, wir haben zwei Reparationspunkte, die können wir gleich dann auf dem sprechen nutzen, wenn ich das Ding jetzt überschlagen habe. Obwohl, das ist nicht kaputt gegangen, komischerweise. Also, sehr lobenswert. Ah, fuck, zu weit weg. Zu weit weg. Ein bisschen Rückwärtsgang rein, kurz mal. So, noch einmal. Winden anbringen. Zack. Boah, dann ziehen wir den mal. Ist mir egal, dass der Motor abgewürgt ist. Wir ziehen die Karre jetzt wieder auf alle Reifen. Ja, ja, ja. So, warte. Das war schon mal ein ganz guter Einstieg. Ich will die Lösen nicht dran haben. So. So. Fährst du eine fucking G-Klasse, aber legst das Ding auf die Seite, weil du meinst, du könntest den Mount Everest damit erklimmen. Ja, diese Kante da ist für mich der Mount Everest. Das ist okay, das ist legitim. Das Ding schafft halt einfach so viel, der fährt einfach überall lang. So geil. So, nochmal Lavinde. Oh, Baby, Baby, komm schon. Kipp, ja, nein, 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 nein! Nein! Ah, ich krieg's kotzen, das war zu viel. Okay. Wir kriegen das hin, ich hab das gleich. Die Beobachtungsfolge könnte doch vielleicht ein bisschen länger dauern, weil wir erstmal beobachten müssen, wie scheiße ich bin. Ja, in dieser Folge haben wir beobachtet, wie kacke ich fahre. Oh, war nicht schön anzusehen auf jeden Fall. Gut. So, Winde anbringen. Ich kann die alleine nicht ziehen, weil die Karre da hinten keinen Motor anschmeißt. So, komm schon. Kipp doch! Ja, 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 noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, er geht an, er geht an, er geht an. Ja! 24 Schaden, es ist egal. Wir haben es geschafft, Bitch. Handbremse. Motor aus. Oh. So, den Schaden, da scheißen wir jetzt mal drauf. Weiter geht die Fahrt. Mein Gott, was ein Akt jetzt hier, ey. Mann, 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 das kannst du ja keinem erzählen. Das kannst du ja keinem erzählen. Okay, ich fahre wieder rückwärts hier raus, das lassen wir besser. Und auch hier macht Shadowplay wieder, was es will. Ich mag meinen Rechner im Moment. Die Performance-Einstürze sind der Wahnsinn. Und das bei einer Hardware, die es eigentlich nicht machen sollte. So, komm. Fahren wir hier ein bisschen rüber. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Traktion unter die Reifen kriegen. Wir haben auch hinten ein bisschen Schlamm und einen Stein zwischen dem Reifen jetzt klemmen. Aber hey, das ist nur ein schönes Detail so am Rand. So, ich fahre ein bisschen hier seitlich, dann habe ich wenigstens noch eine... Dazu sage ich jetzt mal nichts. Ey, der hat aber auch einen leichten Kipppunkt. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Nachteil, dass die Scheißkarre so hoch ist. Der kippt dann sauschnell um, wenn er nicht aufpasst. Jetzt liegt er auch noch halb im Wasser, ey. Mann. Oh, ich krieg's kotzen hier. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Geht das müde? Geht das will schlafen?
So, Winde anbringen. Haben wir ja heute noch nicht oft genug gemacht. Mal gucken, ob wir den Zack rumgeschmissen kriegen. Komm. Da steht er wieder. Sehr gut. Ja, er läuft wieder. Sehr gut. Dankeschön. Ich bedanke mich bei mir selber, dass ich mich selbst gerettet habe. Obwohl ich wieder selber Scheiße gebaut habe. So, weiter geht der Spaß. Nicht kippen, nicht kippen. Nein! Boah, das gibt's doch nicht. Die größte Herausforderung dieser Map ist nicht die Map selber, sondern die Fahrzeuge, die ich fahre. Ich spiel mit Mods, Mods sind super. Scheiß drauf, Motor abgewickelt. Jetzt zieh mir die Käse. Jetzt zieh mir dich erstmal ein bisschen wieder auf Land. Ist mir jetzt egal, komm hoch. So. Jetzt hör auf, mehr Scheiße zu machen, sonst klatscht das. So, wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen auf den Befestigten. Wir wissen, die Karre ist jetzt nicht unbedingt so stabil, was ihre, ja, Neigung angeht. Die kippt gerne mal. Kann ja mal passieren. Beton liegt auf Mal, nicht dreimal. Mal ist so eine Zahl wie 1, nicht 3. Da ist ein Unterschied. So, weiter geht's. Hat ja auch gar nicht lange gedauert. Wir haben auch schon viel geschafft in der Folge, muss ich sagen. Wir haben die Kasimur entdeckt. Wo man sagen muss, Gott sei Dank haben wir den entdeckt. Andersweitig wäre es doof. Die Karre hat keine Winde. Das ist halt echt ein unglaubliches Problem. Das habe ich gar nicht bedacht. Haben wir eine Winde? Ach, wir haben doch eine Winde. Nee, haben wir nicht. Nee, Winde ist ausgegraut. Wir haben keine Winde. Dann gibt mir der Windpunkt. Windepunkt. Ach, ist vielleicht, weil ich vorher das Teil da dran gezimmert habe. Ich hab echt eine Winde vorne dran. Warum geht denn die nicht? Weil... Winde? Ah, jetzt geht's doch. Okay, es geht doch. Ah, weil wir lagen. Ah, ja, okay, jetzt verstehe ich das. Wir haben eine Winde. Weil die Karre ausgegangen ist. Ja, gut, ohne Motor geht die Winde natürlich nicht. Deswegen hatte ich auch gerade die ganze Zeit nicht... Ich konnte die ganze Zeit nicht an der Winde ziehen mit dem Casimir, sondern ich musste einfach mit dem Truck ziehen, weil die Winde nicht ziehbar war. Daran liegt das, genau. Ihr habt eine Winde. Boah, ich dachte auch schon, der hat keine Winde, ey. Das wäre jetzt der Horror gewesen, weil ohne Winde kannst du ja echt vollkommen vergessen, finde ich. Der hat eine, aber wie gesagt, die funktioniert nur, wenn der Motor läuft, was ja Sinn macht. Und wenn das Ding auf der Seite liegt, funktioniert so eine Winde meist auch nicht so gut. Machen wir kurz mal hier einmal rein, weil da steht nämlich ein weiterer Truck, der eingesammelt werden möchte. Nehmen wir uns mal ganz kurz vor. Dann fahren wir kurz mal hier wild durch, ist ja egal. Das dürfen die Gegner so ohne Probleme hinkriegen, hoffe ich mal. 63 Schaden. Boah, ich bin auch ein Trottel, ey. Mein Gott. Ja, nochmal dagegen. Jetzt fahren wir vielleicht mal vorbei. Super. So, eingenommen. Sehr gut. Gut, dann gucken wir mal weiter, wo es jetzt für uns weitergeht. Wir sind jetzt hier auf dem B131 auch entdeckt. Wir können... Hier hinten ist auch ein Truck zum Entdecken. Auf jeden Fall. Deswegen fahren wir auf jeden Fall in die Richtung weiter. Nehmen uns den Truck mit. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Genau, nächster Truck, der entdeckt werden möchte. Erstmal alle Trucks freischalten. Und dann unten rechts noch den Beobachtungspunkt. Das würde ich gerne diese Folge noch schaffen. Nächste Folge geht es dann mit den anderen Beobachtungspunkten weiter. Da wird es richtig lustig, weil dann fahren wir erst richtig durch die Furt da vorne. Das wird richtig interessant noch werden. Eieiei. Ich hoffe, der Actros ist gut zu fahren. Ich weiß nicht, ob der Diff und Allrad hat. Keine Ahnung. Ich habe mir den Mod vorher nicht angeguckt. Das erfahren wir dann erst, wenn wir den richtig fahren. Und ich habe auch nicht drauf geachtet, als wir den vorher mal kurz ausgewählt haben. Dementsprechend wird das wird wieder ein Abenteuer, wahrscheinlich. Das wird wieder richtig lustig. Aber wir haben ja auf dem Weg hier allein 3 Trucks, die uns jedes Mal aus der Scheiße retten können. Das ist schon mal ganz gut. Müssen wir mal abwarten, wie das so funktioniert. Ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle, alles. So. Oh, wieder Licht an hier. Ah, oh ja, wenn er ein bisschen auf Schwung kommt, dann geht das. Kommt mit dem auch gut voran. Du darfst halt nicht zu sehr Seitenlagen hinkriegen. Also er hat zwar eine super Federung, Problem ist, er kippt trotzdem viel zu leicht. Also der Schwerpunkt ist halt echt eine Katastrophe. Das Ding ist halt, hat oben seinen Schwerpunkt viel zu weit oben und kippt dementsprechend viel zu schnell. Aber sonst kommt er eigentlich relativ gut überall durch. Du darfst halt, wie gesagt, nicht zu viel Seitenneigung geben. Was ein bisschen schade ist, weil mit dem Fahrwerk habe ich das eigentlich erwartet, dass das geht. Das Ausgleich tut es nicht. Alter, ein Schlamm hier, Junge! Komm schon. Komm hier ohne Probleme durch. Mach keine Zicken. Meine Framerate macht gerade auch gar keine Zicken. Das ist auch ganz gut. Ja, alles Gute schaffen wir. Einfach am Gas bleiben. Siehst du, wenn wir einfach am Gas bleiben, ist alles cool.
Das Wasser hinter uns gerade ein bisschen ölig. Sah so gerade aus. Hatte gerade so einen leichten Öleffekt drin, oder vertue ich mich? So. Jetzt geht's weiter hier vorne. Hier vorne rein. Hier vorne schon rein? Echt jetzt? Tatsache, okay. Wir fahren hier vorne rein. Das klappt schon. Sagt er und fuhr sich vollkommen fest. Hat er heute noch nicht gemacht oder so. So, hier einmal rein. Oh, das sieht aber auch schon böse demoliert aus, der Kollege. So, einmal hier die kleinen Bäume können wir umnieten. Die großen möchte ich ungern umfahren. Habe ich schon vorhin ausprobiert, geht nicht. So, nächsten LKW mitgenommen. Und die Framerate ist heute echt der Wahnsinn. Also, ich entschuldige mich in letzter Zeit für meine Videos. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss mich da echt mal informieren. Also, ich glaube, irgendeine Festplatte macht bei mir einen Abgang. Weil meine Hardware kann ich mir nicht vorstellen. Die ist noch nicht zu jung. Und die Festplatte eigentlich auch. Ja, muss ich mal die Festplatte aus meinem anderen Rechner da einbauen. Und dann darauf die Spiele packen. Weil ich nehme aktuell auf dieselbe Festplatte auf, wie ich zocke. Anscheinend hat die wohl ab einer bestimmten Größe keinen Bock mehr, was das Komische ist, was echt ein bisschen irritierend ist. Aber na gut, kann man leider nichts dran machen jetzt gerade. Ich sag, ich entschuldige mich vielmals dafür und ich hoffe, dass es in kommenden Folgen mal wieder ein bisschen besser wird. So. Wir fahren mal hier weiter. Wir fahren an der Tankstelle vorbei und dann fahren wir in Richtung Beobachtungspunkt. Ach du Kacke. Ja gut, hier kommen wir aber durch, das schaffen wir. Das kriegen wir hin, keine Sorge, das schaffen wir. Das machen wir locker flockig. Gar kein Thema. Dafür haben wir ja die Aufhängung hier. Also eigentlich müssten wir hier durchkommen. Mit so vielen Seitenlagen kriegen wir gar nicht hin. Hier ist das Hauptproblem eher die Steine. Aber das dürfte eigentlich mit der Aufhängung machbar sein. Upsa, vorsichtig. Ja, seht ihr, geht doch. Ja, geht doch. Ja, ich habe gesagt, geht doch. So, alles gut. Oh, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen auf einem fest. Ah, ein bisschen rüberziehen. Ja, haben wir. Sehr gut. So, jetzt muss ich hier am Berg aufpassen, dass wir hier nicht zu viel Seitenlagen kriegen, weil jetzt könnte mich das Problem gehen, dass er dann kippt. Über den Felsen sind wir drüber, über den Baumstamm sind wir drüber. Na, ja. Na, da fahre ich mich jetzt gerade fest. Kacke. Boah, nicht zu viel Seitenneigung. Fängt nämlich jetzt gerade an. Weil hier kriege ich die Karre nie wieder gerettet. Das kann ich knicken. Also, wenn er hier weg ist, ist er weg. Ah, diese Kack-Baumstämme überall. Das nervt mich am meisten, dass die meisten Karren einfach nicht drüber wollen. Weil die Baumstämme halt mitrutschen, das ist das Problem. Seht ihr, den kannst du schiebst du halt kurz ein bisschen mit und dann blockiert er die Achse. Jetzt komm da rüber, Alter, ich krieg's kotzen hier mit dir. Ah, EG-Klasse ist bisher das sperrigste Scheißding. Also das Ding sieht aus, als wäre es pure Aufbaumonster. Ist es nicht, falls euch interessiert. Ist es nicht. Nichts zum Anbringen, super. Geile Winde. So, komm schon, hier rechts lang vorbei, komm. Die Steine sind kein Ding, aber so ein Baumstamm ist es dann. Alter, jetzt geh hier hoch. Mann, ey. Oh. Ich krieg's kotzen. So, einfach Schwung. Wir gehen jetzt. Problem ist, wir haben jetzt auch gerade schon hier schön den Schlamm umgegraben. Dementsprechend Traum. Oh, jetzt häng ich auf den nächsten Stein fest hier. Alter, du hast doch Bodenfreiheit, wie bescheuert. Fahr doch mal über Sachen drüber. Ja. Kann ich den scheiß Baum nicht einfach wegwinden? Oh, oh. Ja, jetzt fängt... Nein. Ach, scheiße. Oh, nee. Ich krieg's kotzen mit dem Fahrzeug. Oh. Okay, wir müssen zu dem hier wechseln. So, jetzt muss ich mal kurz, jetzt muss ich mir eine neue Route setzen, weil wir müssen mich jetzt hier rausfahren und dann irgendwie von hier den Truck ziehen. Ey, kein Scheiß, die G-Klasse, ne? Das ist das pure Horrorfahrzeug. Kein Mist, ey, was ein Drecks-KLZ. So, hier durch. Also, der ist eigentlich volles Aufruhr-Monster, kippt aber viel zu leicht um und kommt über jeden Scheiß nicht drüber. Ah, fuck. Komm ich jetzt hier raus. Ah, hier. Ja, ich nehme lieber den Umweg. Also, ich kipp nicht noch ein Fahrzeug jetzt gerne rum. Erst recht nicht mit einem scheiß großen Tank drauf. So. Ja, erste Beobachtungsfolge läuft hier schon mal gut. Wie gesagt, die Hauptgefahr ist nicht die Map. Die Hauptgefahr bin ich selber. Oh, das ist nicht gut, dass wir hier oben drauf fahren, ne? Ne, wir sollten besser durch das Schlammloch fahren, weil wenn ich hier komme ich nicht mehr runter, ohne die Karre runterzuschmeißen. Und das ist nicht so gesund.
Oh, guck mal, wie schön der, wie geschmeidig der mit seinen Achsen den Schlamm ergreift. Ach, ist das schön. Aber das ist ein Fahrzeug, der kommt hier durch. Das juckt ihn einfach nicht. Also ein bisschen juckt ihn schon, aber nicht so sehr. So hier. Kein Thema. Kein Thema, Junge. Kein Thema. Das Elentrover hatte mir bisher besser Dienste gemacht. Ich will mal gucken, ob die Gegner das in der nächsten Folge vielleicht nochmal aufkrumpfen, aber sonst wird das echt anstrengend mit dem Fahrzeug. Vielleicht, weil es jetzt auch schon Nacht wird und ich mir in der Nacht wieder eine Gegner aus dem scheiß Graben holen kann. So. Wo wie der hier durchflügt. Machen wir mit dem Actros, glaube ich, gar keine Gedanken. Der wird hier ganz gut durchkommen. Die LKWs sind irgendwie alle ein bisschen kraftvoller, was das angeht. Die haben da weniger Probleme mit. So. Versuchen wir mal da rückwärts dran zu fahren, um das Ding einfach irgendwie in den Berg hochzuziehen. Weil vorwärts brauche ich, rückwärts brauche ich nicht, vorwärts brauche ich nicht probieren. Wir fahren jetzt hier rückwärts ran irgendwie. Nicht zu weit. Obwohl, das liegt aber ganz schön weit unten, ne? Scheiße. Ah, fuck, er rutscht. Okay, wir hängen gerade perfekt am Stein fest, sehr gut. So, komm her, du Drecks-Kfz. Ist mir egal, der Motor muss nicht an sein. Ab geht's. Lass mal die Party beginnen. Komm hoch, Kollege, ich hol dich jetzt einfach aus dem Graben raus, mir egal wie. Komm her. Komm mit. Schneiden wir jetzt die Gegner so einfach den Graben hoch, ist es mir egal. So, hoch mit dir, du Scheißteil. So, Winde lösen. Jetzt ziehen wir die G-Klasse nochmal in die Richtung hier und dann steht er wie auf allen Vieren, hoffe ich mal. So, Winde anbringen. So, ab die Post, komm hoch. Ja. Oh, Gottes Namen, kipp doch bitte in die richtige Richtung. Was hast du denn für eine Fahrphysik? Gott, ey. In die Heifelhelme der Folgen raus besteht, rette deine G-Klasse. Und du da bei den G500 Offroad fährst und das Ding einfach keinen Bock hat. Welcher Welt leben wir denn hier? Das funktioniert so nicht. Fang gleich mit dem LKW hier auf Entdeckungstour. Das ist effizienter. Kipp doch. Nein. Ja. Nein. Oh, was? Alter, du kleines Wichsding. Ich will die Winde lösen. Danke. So. Du kleines Wichsteil. Alter, jetzt kann doch nicht sein, dass das Ding immer in die falsche Richtung kippt. Jetzt bringe ich die Winde vorne an, dann kann ich nämlich ziehen. So, ganz einfach. Na, geht nicht. Okay. Wie kann der, wieso, oh, wieso kippst du denn jetzt kipp auf vier Reifen? Mein Gott, Alter. So, Motor aus. So, Kollege. So, Tankstelle brauchen wir jetzt nicht. Die können wir jetzt einfach mal in Ruhe lassen. Wir fahren jetzt einfach nochmal in die Richtung. Ich will zumindest den Beobachtungspunkt noch mitnehmen, die Folge. Mann, ey. Das gibt's ja nicht. Kannst du keinem geben, wie oft diese Karre heute umgekippt ist. Gut, ich hab's auch hier und da ein bisschen provoziert mit Sicherheit, aber dennoch. Ich muss sagen, wir haben nur 145 Schaden, das ist echt okay. Dafür, dass wir gerade die Karre einfach einen Steilhang über Steine hochgezogen haben. Wo ich dann auch den Truck wieder respektieren muss, was der für eine Leistung hat. Gut, die Gegner liegt im Verhältnis zu dem nix. Der hat ein Gefühl kein Gewicht dabei. Muss ich. Ja, scheiße, jetzt habe ich gar keine Route mehr hier. So, ab jetzt kann ich gucken, wie ich fahre. Wir wollen den Beobachtungspunkt ja mitnehmen. Dementsprechend fahre ich jetzt trotzdem einfach mal wild in den Wald rein. Hoffe, dass wir ungefähr in die Richtung fahren. Und den. Geht's hier unten weiter? Ne, wir fahren mal geradeaus weiter. Das sieht schon vernünftig aus von der Richtung. Hier ist zumindest jetzt nichts unbedingt super Schiefes, deswegen komme ich hier eigentlich ganz gut durch. Ah, hallo. Wo rutschst du denn jetzt schon wieder hin? Ja, ein bisschen noch nach rechts müssen wir. Hier durch sieht ganz vernünftig aus.
Der fängt auch ganz schnell an, die Reifen anzuheben. Also der fängt ganz schnell an, in die Seitenneigung zu gehen, egal was ist. Der muss gar nicht so viel runter. Wow, jetzt fäng ich mich gerade irgendwo. Ha, nein. Das ist doch der Wahnsinn, das Teil. Also jetzt mal kein Scheiß, wie kann denn etwas so instabil sein? Oh, den kriege ich niemals da gerettet mit dem LKW. Oh. Ah, ist der Mercedes Actros. Ist gar kein Mercedes, ist ein Mercedes. Ja, liebe Leute, ihr entscheidet gerne mal in den Kommentaren. Habt ihr Bock, dass wir den Kollegen hier weiterfahren oder was anderes? Schreibt mir gerne unten rein. Dann entscheidet ihr da so ein bisschen mit, ob wir nicht einfach von der G-Klasse weggehen und das Ganze nochmal machen mit einem anderen Kfz, weil, Alter, das ist ja mehr Akt als alles andere. Oder wir probieren es damit weiter, da muss ich nur mit dem Truck da wieder hineideln. Und ja, den Actros, die G-Klasse mal wieder retten. Aber ich sag, ihr schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat die Folge dennoch ein bisschen Spaß gemacht, wenn wir so gut wie gar nichts erreicht haben. Aber hey, und damit sehen wir uns in der kommenden Folge hier bei Matuana wieder. Haut rein, bis dann. Tschüss.